In Schwarzenberg endet an diesem Wochenende der traditionsreiche Weihnachtsmarkt. 10 Tage lang konnten Besucher an der Perle des Erzgebirges das zauberhafte Flair genießen. 70 Händler sorgten zwischen Schloss und Markt, unterem und oberen Tor, für den wundervollen Bodenzauber. Aber ich kann einfach sagen, nur Wahnsinn. Was hier auch unter der Woche los ist, das ist einfach herrlich. Ich denke auch für die Gäste und für die Händler, dass wirklich so viele Leute unterwegs sind. Und was das für mich das Schöne ist, es ist friedlich, es ist besinnlich und es ist, denke ich, auch das, was uns Erzgebirge ausmacht, dass wir ein bisschen zur Ruhe kommen und die Weihnachtszeit auch im Weihnachtsmarkt genießen können. Zur großen Schwarzenberger Bergparade, zweifellos der Höhepunkt der Adventszeit in der Perle des Erzgebirges, hatte sich der Stadtchef einen besonderen Ehrengast eingeladen. Ministerpräsident Michael Kretschmer besuchte das Erzgebirge. Er traf allerdings nicht den Nerv aller. Er vertritt ja auch den Standpunkt, es ist schade, dass er teilweise schon ausgepfiffen wird. Und auch in der Runde, die wir hier gemeinsam gedreht haben, wurde er angegriffen. Für mich unverständlich. Er hat sein Ohr an der Masse, er hört auf die Leute drauf. Und das, was er auch in der großen Runde dann rüberbringt, ist vieles, die oder unsere Meinung, unsere Probleme, die wir haben. Aber wie es in der Politik üblich ist, er steht auch teilweise dann alleine da in der großen Runde. Tausende Menschen säumten während der Parade die Straßen und erlebten vor der Traumkulisse des Ratskellers und des Christbaums das große Bergzeremoniell. Ein Gänsehautmoment auch für den sächsischen Ministerpräsidenten. Ja, wie Weihnachten und diese Adventszeit. Und das hat so sehr gefehlt. Ich freue mich sehr, diese Kraft zu spüren, diese positive Energie. Und ich bin sehr dankbar, dass wir in Schwarzenberg sein können. Fast 350 Haarbeträger und 180 Bergmusiker haben die Bergparade mitgestaltet. Und sie lauschten natürlich auch dem Grußwort des Landesvaters, in dem er die hohe Bedeutung des Erzgebirges hervorhob. Man kann Sachsen nicht verstehen, den Reichtum, die Mentalität, auch diese Kraft zu Innovation und den Zusammenhalt, wenn man nicht das Erzgebirge kennt. Hier ist die Seele dieses Landes, hier kommt der Wohlstand her. Und ja, wir Sachsen sind, wie wir sind, weil es diese gemeinsame Geschichte gibt und dass sie so lebendig gehalten wird, auch in die nächsten Generationen weitergegeben wird, das ist eben auch etwas Besonderes. In vielen Regionen Deutschlands verschwinden diese Kultur und diese Tradition nach und nach, hier nicht. Und dieser Zusammenhalt ist auch das, was mir Mut macht für die kommenden Jahre, dass wir gemeinsam weiter unsere Heimat gestalten und sie liebens- und lebenswert machen für die nächsten Generationen. Obwohl es nur verhaltenen Beifall gab, dürften seine Worte während des Zeremoniells Balsam auf die Seelen vieler gewesen sein. Zuvor hatte sich Kretschmer in den Ritter-Georg-Saal des Ratskellers zahlreiche verdienstvolle Sachsen eingeladen. Es sind Menschen, die in den vergangenen 12 Monaten Besonderes geleistet haben, in der Medizin oder auch in der Kultur. Menschen, die aus der Kulturhauptstadt Chemnitz mit dazukommen. Aber auch Menschen, die sich so sehr für die Flüchtlinge eingesetzt haben. Und ein großer Teil von denen kommt nicht aus dem Erzgebirge und ist ganz bewegt und begeistert von dem, was sie hier erleben können. Die Ehrengäste erlebten von der Ratskellertreppe aus die Parade und das Bergzeremoniell unter der Leitung von Rai Letsch, dem Vorsitzenden des Sächsischen Landesverbandes der Bergmannshütten und Knappenvereine. Perfekter hätte die Dramaturgie kaum sein können, denn pünktlich zur Parade setzte ein Flammeln, also leichter Schneefall ein.